Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge sind unsere Leute sehr, sehr unzufrieden geworden. Sie werden sogar richtig sauer, denn die Taverne fehlt ihnen, wie es scheint. Und Essen halt von der Taverne. Und irgendwie Kleidung, wie ich nicht verstehen kann. Oh, die Kleidung ist weg. Hast du die jetzt da oben auf Lager, oder was? Ja, 30 Kleidung auf Lager. Dann hoffen wir mal, dass es diese Folge alles zum Guten wird. Also, let's go. Wo bleiben denn die Steine? Da. Du bist Steinbringer wahrscheinlich, ne? Du bringst ein paar der... Nee. Wo ist unsere Steinlieferung? Irgendjemand bringt 12 Steine. Wo? Dann bist du die, die die Steine bringt. Es kann nicht noch jemand gerade zum Markt laufen. Ja, da kommen 12 Steine daher. Und das heißt, es fehlen fast keine Steine mehr dann. Jo. Noch 3 Steine und die werden wir hoffentlich haben. Ansonsten kann ich echt bald holen. Bring die 3 Steine bitte, 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 bitte. Mail. Hashtag 484. Bitte bring mir Steine. So schnell wie du nur kannst, bring die letzten 3 Steine daher. Schon. Es kann doch nicht so schwer sein, ein paar Steine zu holen. Ihr baut an der Baustelle. Ihr braucht Steine! Von wo ist Mail hin? Wo ist Mail 848 hin? 484. Ach, leck mich doch am Arsch. Baut an der Baustelle. Da. Friedrich bringt 3 Steine. Nee, nee, ich will Friedrich sehen. Friedrich hat keine Kleidung mehr. Das ist natürlich jetzt nicht das, was wir wollten. Friedrich, du solltest schon die Steine haben. Was ist mit dir los? Friedrich. Holst du die Steine direkt bei... Friedrich? Oh, wir brauchen normalen Steine. Yo. Ich hätte gedacht, wir brauchen Cutstone. Das macht natürlich einen Unterschied. Aber die... Fröhlichkeit ist auch sehr nie. Also sie sind nicht so happy, wie sie sein sollten. Oder wie es gut wäre, dass sie happy werden. Er ist auch beim Grundzufriedenheit minus 400. Aber sie geht runter. Oder geht es runter? Das geht runter langsam. Prozentsatz der allgemeinen Bedürfnisbefriedigung 83. Koch. Stopp, stopp, stopp. Ich hätte gerne einen Koch. Muss ich jetzt irgendeinen freistellen? Oder eine gewählte Funktion? Ich tue überall mal Aufenthaltsdauer an. Wir machen mal aus einem hier einen Aufenthaltsraum noch. Und jetzt müssen wir irgendwo einen feuern. Das ist jetzt die Frage, wo. Wir feuern Karl. Jetzt ist Karl hier. Perfekt. Karl ist jetzt Koch. Oh, scheiße. Wir brauchen Wildschwein. Bedeutet, wir müssen Wildschwein einkaufen. Das ist jetzt eine unangenehme Sache, würde ich sagen. Kaufe Wildschwein bis... 25 oder mal sagen wir 30. Du musst bis 30 Wildschwein jetzt kaufen. Bitte werdet happy einfach. Bitte. Werdet einfach happy. Wir haben sicher auch so voll viel Käse noch auf Lager, aber 50 Käse. Kleidung ist auch mittlerweile tonnenweise wieder auf Lager. Ich glaube langsam geht der Glauben auch wieder dahin, wo er hin sollte.
Ein Gesandter bittet um Audienz. Er braucht 5 Brot. Wir brauchen so viel Holz. Das gibt's gar nicht. Nicht schon wieder verlassen. Jetzt werde ich jetzt zwar kahl. Ey, das gibt's nicht. Es ist genau die Person, von der ich rede. Das brauchen wir gerade nicht. Hier Mail zum Beispiel. Dann das Mail kann hier raus, kann hier rein. So schaut's aus. Fertig. Wir produzieren Kohle, ohne dass wir Kohle gebrauchen können. Alter, das kann doch nicht so kompliziert sein, ein scheiß Dorf zu leiten, oder? Was mache ich denn falsch, bitte? Ja, Militärmission, fuck my ass Mission, würde ich sagen. Bring die ins Positive. Ich hätte die wahrscheinlich einfach nicht befördern dürfen. Seitdem ich sie befördert habe, zu Dorfbewohnern. Was werde ich, dass es wieder der Typ ist? Nee, ist nicht. Kann ich mir endlich mal das Wildschwein holen? Oh, wir haben keinen Lagerplatz für Wildschwein, ne? Das ist jetzt natürlich blöd. Dann tun wir hier jetzt ab sofort Wildschwein lagern. Wir haben auch keinen Weizen mehr auf Lager. Unsere komplette Produktion ist einfach zu wenig. So schaut's aus. Gott, das gibt's doch gar nicht. Kleidung sinkt, Essen sinkt auch, steigt, sinkt, sinkt, steigt. Ist irgendwo dazwischen. Aber es schaut gut aus. Es wird besser. Allerdings weiß ich nicht, ob das da hinten so eine schlaue Idee war, ob ich das hier in die Mitte hätte setzen sollen. Ich habe eh schon langsam das Gefühl, ich habe Fehler gemacht. Warte mal. Ja, er hat 30 Käse schon auf Lager. Ihm fehlt sein Wildschwein. Dann kann er Mahlzeiten zubereiten. Allgemein, wie viel Platz haben wir denn? Ich glaube, wir haben nicht nur 23, sondern wir haben 16, 14 macht 30. 32. 32 plus das macht 64. Eieieiei. Ah ne, wir haben allgemein 32. Ich befördere mal, vielleicht sind die dann besser. Freischaltungsstufe. Sag mir, dass ich irgendwas freischalten kann, was gut ist. Brauerei, ja, das kostet so viel Geld. Oh, ich bin schon wieder pleite. Ey, was soll das denn? Ich bin schlecht gelaunt. Jetzt bin ich zwar in keiner Finanzkrise so schlimm, ich bin in einer Unglückskrise, so schaut's aus. Und solange keiner von diesen blöden Händlern kommt und mir Wildschwein bringt, hab ich reingeschissen. Und das ist halt scheiße. Ich muss doch so ein blöder Händler mal wieder aufkreuzen und sagen, yo, ich hab Wildschwein. Und zwar genau das, was du willst. Zahl mir auf Kredit und ich gehe. Tschüss. Ah, die bauen hier eine Hütte, Schaden. Die bauen hier eine Hütte hin. Warum bauen die vor die Mauern Hütten? Ich verstehe es nicht, ey. Ich bin so fertig gerade mit dem Game. Warum wollen die vor einer Hütte vor den Mauern? Ich tue euch eigentlich innen extra den Platz reservieren. Dann gebe ich euch außen noch ein bisschen Platz und ihr geht in den bisschen Platz, den ihr vor den Mauern habt. Seid ihr Außenseiter? Habt ihr keinen Bock auf eure Freunde in der City? Oh, aber das ist auch ein anderes Hütchen, oder? Schaut aus wie so eine kleine Berghütte. Wohnhaus.
Was ist das? Oh, ein Wohnhaus. Ausbaustufe A. Dicht 2, Dichte 1. Kapazität von 6 und ihr meckert darüber, dass ihr keinen Platz habt? Uftschka. Na klar, das kostet jetzt auch Kohle, ne? Ja. Wo bleibt denn unser fucking Wildschwein? Ich hab Wildschwein bestellt. Was kriege ich nicht? Wildschwein. Ist das der Händler? Ja, geil, der verkauft den. Könnt heulen. Wo kriegt man denn fucking Wildschweine her? Es muss doch sonst irgendwo hier drin sein, oder? Hä? Weberei, Wolle, Schafe. Ich baue noch ein paar Brunnen einfach. Ich glaube, es fehlt noch an einem 1-2 Brunnen. Hier oben haben wir schon einen Brunnen. Hier haben wir auch einen Brunnen. Dann setzen wir hier noch einen Brunnen hin. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber die sind alle schrecklich sauer auf mich. Kann es sein, dass wir gar keinen Fisch mehr haben? Dass es daran liegt, dass unser Fisch... Oh, warte mal. Wenn wir gerade davon reden. Da arbeiten noch alle, okay. Wollte gerade schon sagen. Wahrscheinlich sind uns die Fische abgehauen. Aber sind sie gar nicht. Die Fischer sind noch da. Fischerhütte kann ich mir nicht leisten. Hab nicht genug Gold. Fickt euch! Die beiden arbeiten noch flott daran, Kleidung zu machen. Was bist du denn für ein Heinz Obeins? Alter, wir müssen da irgendwie rauskommen. Ich weiß bloß nicht mal ansatzweise wie. Schau mal kurz mal in unsere Lagerbestände für Lebensmittel. Doch, Fisch 20, Bären 10. Bären sind sehr zart geworden zu erreichen, wie scheint. Oder unsere ganzen Bärensammler sind nicht mehr das, was sie mal waren. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Okay, hier sind nur 2 drin. Hier sind auch nur 2 drin, aber das müsste doch locker reichen. Hier bauen die auch einen Brunnen fertig. Ich weiß nicht, wie ich sonst die Beliebtheit durchkriege aktuell. Oder dieser alte Happiness. Die sind voll stinke sauer. Und wieder einer geht. Tschüss! Ja, ich weiß ja nicht mehr, wie ein scheiß Pfarrer einstellt. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Hütte übersehen, die ich gebraucht hätte dafür. Lass mich raten. Es gibt eine Kircherweiterung für den Prediger. Tür. Ah, das ist eine Tür. Ah ja, das ist echt eine Tür. Ey, ich fühle mich gerade echt wie, als ob ich irgendeinen dicken Fehler gemacht hätte. Ich verstehe bloß nicht, was ich falsch gemacht habe. Bin ehrlich gesagt total überfragt. Die Happiness steigt nicht mal ansatzweise. Wenn ich auch nicht weiß, wieso sie nicht steigt. Wie viel Kleidung haben wir auf Lager? 12. Wir haben 100 Kohle. Wir stellen den Köhler mal ein.
Und ihr beide seid mal gefeuert. Und ich habe so die Vermutung, dass der sicher schon wieder gegangen ist, der hier arbeitet, oder? Nee, Mail ist noch da. Wie schaut es mit unserem Arbeitsplatz hier aus? Schaut auch noch voll besetzt aus. Ja, ihr wolltet eine Audienz. Dann nicht die Hütte. Sprecht. Nein. Oh. Ja, dann geh halt. Tschüss, auf Wiedersehen. Bin pisst auf dich. Tschüss. Auf Wiedersehen. Jetzt hat schon wieder einer keinen Platz. Pass auf, das multipliziert dich gleich zu 2 und dann zu 5 und dann zu 10. Minus 63? Was? Weißt du, es steht ja nicht mal da genau, was fehlt. Was denn fehlt an Essen? Die Grundnahrungsmittel haben wir doch noch auf Lager. Wir haben sogar noch auf Lager. Kleidung kann nicht fehlen. Wir haben 46 Kleider auf Lager. Ihr könnt mir was anderes erzählen. Mal ganz ehrlich. Ja. Ich würde sagen, das Dorf ist verloren. Das Dorf ist verloren. Ich wüsste doch nicht anders, als wir das retten können. Man könnte vielleicht alle degradieren. Das wäre eine Möglichkeit. Aber sonst wüsste ich keine. Ich bin dafür, wir starten beim nächsten Mal in einem flachen Gebiet, wo man besser bauen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag oder am Samstag zum neuen Dorf wieder. Also, bis dann. Ciao.